Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, wir sind immer noch da. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Aber wir werden das jetzt zusammen herausfinden. Weil wir sind Master of Puzzle. Das könnte funktionieren. Das könnte. Könnte das funktionieren? Das könnte funktionieren, aber dann muss ich da durch. Und dann gehen wir so da und von da aus könnte das sogar auch noch funktionieren, aber dann muss ich da oben durch. Und dann gehen wir da so und so und so und so und so und das ist Musik in meinen Ohren. Wow! Und wir haben den Krafthändchen. Selbst schwerste Objekte hebst du nun mühelos. Und es ist gut gewesen, dass wir doch noch mal da vorbei sind. Weil, ja. Eigentlich hätte ich gedacht, ja. Ist sicher nur irgendein komischer Ring, den ich eh nicht brauche. Wie sich herausstellt, ist es nicht nur ein komischer Ring, den ich eh nicht brauche. Aber ich will gerne nochmal an den Anfang zurück, ohne zu sterben. Wie eigentlich könnte man schon sterben. Soll ich sterben? Haben wir einen komischen so einen Trank, der uns wieder belebt? Oder nicht? Ich könnte einfach zurücklaufen. Von dem her. Ja, und Facepalm und so, weil letztes Mal habe ich das Ding da hier quasi nochmal wollen öffnen, obwohl ich es nicht müssen. Hand! Hand! Weißt du, wenn man sie mal braucht, sind die Hände nicht um. Kann ich das Ding verschieben? Hey, kann ich, geil. Kann ich das Ding verschieben? Hey, kann ich, geil! Okay, das ist geil. Und das kann ich zum Glück auch verschieben. Gut. Dann gehen wir doch einfach da rein. Weil das ist definitiv schneller. Und let's look. Ich glaube, wir haben gegeben. Jetzt können wir nämlich auch die Dinger da auflupfen. Was bin ich gesehen? Hui! Wow. Krass, oder? Und die sind nicht tot. Da finde ich leer. Du tot. Danke. Tot. Danke. Und noch eine. Irgendwie müssen wir noch da rauf, irgendwann mal. Oh, da kommen wir ab. Da gibt nämlich das sicher wieder so einen Knopf, wo es stecken gibt. Da ist sicher wieder so ein Knopf. Aua, das war nicht geplant. Woher kommst du da? Gut, stirb, danke. Ich glaube, die müssen wir gar nicht besiegen. Gehen wir einfach mal weiter. Etwas schöner. Oh nein! Wenn wir, oh, wir müssen, glaube ich, vier Tafeln sammeln in den vier Eckpunkten. Das ist irgendwie gar nicht so mein Geschmack. Ah, die sind übrigens ziemlich nervig. Also im Moment nicht, aber es gibt sie auch in Kombination mit so Sand, wo sich bewegt. Wir haben null Schlüssel. Null. Okay. Ich würde sagen, wir equippen da mal unsere Pegasus-Samen. Und das ist ein Händchen. Ah, ja, der Ding brauchen wir nicht noch. Okay, vergessen wir das gerade wieder. Wohin gehen wir denn? Ja, sind wir mal gegangen. Gönnt. Wow. Mein Plan hat sich aber schnell geändert. Da stirb. Oh wow. Da stirb. Wir können mal da runter. Wo kommen wir da raus? Irgendwo. Okay. Kommen wir da vorbei? Tatsache. Gut. Okay, okay, okay. Die komische. Was sind das dort? Kristall, Steindinger können wir im Fall schwer besiegen. Das ist der Boss rum. Von dem bin ich schon tausendmal gestanden, weil ich den Boss einfach nicht geschafft habe. Ja, vielleicht sollte man das Ding nicht dort abschmeißen. Ich glaube, das ist so oder so blau, oder? Tatsache. Springen wir drüber und rein in die Lore. Oh nein, nicht der rum. Nicht der rum. Oh, ich habe mein Schild. So. Ja, wow. Okay. Ich komme gar nicht, ich komme gar nicht. Außer ich komme von der Seite. Das ist wahre Asi, aber ich komme gar nicht. Stirb, 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 stirb. Und stirb. Dankeschön. Und wir nehmen gern einen Gascha-Kern. Wieso kann es nicht ein Schlüssel sein? Oh nein. Okay, wie machen wir das am geschicktesten? Mit Pegasus-Kern sicher mal. So. Und flüchten. Gut.
Von dir flüchten wir. Au! Oh, wow! Du verarschst mich. Oh, verarschst mich doch. Was passiert jetzt? Au! Oh. Bleibst du offen oder muss ich Angst haben, dass du mich zerquetschst? Du bleibst offen, gut. Die Typen hasse ich auch. Gut. Die hasse ich wirklich. Die sind fast schlimmer als der Boss. Und was haben wir da? Wir haben eine Tafel! Schiefertafel! Okay, in dem Ecke, wie ich vermutet habe. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Oh wow. Hey, ja, ich will euch gar nicht Böses. Kann man meinen, dann kommen wir nicht weiter. Gut. Dann sehen wir jetzt nämlich gerade, was passiert. Ich möchte nämlich jetzt da endlich richtig aussteigen. Dankeschön. Wohin wollen wir? Wir wollen da mal gerufen. Ich meine, die Tafel rein tun können wir immer noch. Oh nein. Okay, Flup. Aua. Das habe ich vergessen, dass das passiert. Das habe ich vollkommen vergessen. Du willst das doch gar nicht. Nein, du willst das wirklich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich nicht getroffen. Du willst das auch nicht. Hau ab. Und du willst das theoretisch. Das ist auch nicht. Hau ab. Nein, du bist schnell, du triffst mich. Nein, oh Gott. Okay. Wir haben es geschafft. Irgendwie. Bitte gib mir das Herzli. Herzli. Und du kommst mir nichts nach. Herzli. Nochmal eins. Einer sollst du doch gut brennen von wegen. Also. Was zu. Okay, das ist lustig. Wenn man eine Mumie verbrennt, kommt ein Skelett raus. Das habe ich nicht gewusst. Aber es ist gut, dass die daran denkt haben. Das finde ich jetzt voll geil. Okay, gehen wir rauf. Und wir haben komische Qualkappen. Ja, ich weiß, wie es richtig heißt. Ich habe da jetzt absichtlich falsch gesagt. Was sagst du? Du hast sicher irgendetwas zu sagen. Da. Oder auch nicht da. Vielleicht auch eher. So. Was? Ich kann dich nicht befragen, während du unter Wasser bist. Okay, das heißt, ich muss das Wasser irgendwie abluchen. Oh nein. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Wieso kann ich eigentlich nicht einfach in die Mitte? Ah, darum. Darum gehe ich nicht einfach in die Mitte. Und das nervige Geräusch schon wieder. Wow, ich liebe es. Nein! Ich würde sagen, das könnte ein bisschen länger dauern. Erfreut euch am Zeitraffer, wo ich wahrscheinlich sterben werde und wieder zurück muss gehen. Aber ihr habt ja einen Zeitraffer. Von dem her, viel Spaß. Ich weiß nicht, wie das ich es geschafft habe. Das ist eigentlich nur so ein Gedankenblitz, dass ich einfach nach rechts könnte gehen. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Ich bin nicht gestorben. Noch nicht jedenfalls. Wohin soll ich? Ich gehe mal unten durch. Frag mich, wo ich da lande. Hey. Okay, das war richtig. Schiefertafel! Yes! Gut. Aber ich habe das Gefühl, der Dungeon ist ein bisschen. Also, er ist nicht so linear, aber er ist relativ linear. Also. Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Also, er ist nicht allzu linear, aber genug linear. Und da haben wir Stege. Und ich hätte gerne ein Herzli. Oder zwei, drei. Komm schon, gib mir das Herz. Gib mir das Herz. Zelda ist eigentlich eine Geschichte. Also, The Legend of Zelda ist eigentlich eine Geschichte von einem Serienmörder, der gerne Herzen isst. Ja. Zu dem Schluss bin ich jetzt gekommen. Wohin muss ich eigentlich? Kein Herzen. Ich weiß, du hast es her. Gib mir doch dein Herz! Gott verdammt nochmal!
Gang ja nach rechts, nach links. Oh oh. Stirb, stirb, stirb. Herz. Mann! Gib mir doch einfach. Okay, so. Das Ding kann man lupfen mittlerweile, glücklicherweise. Und es gibt kein Herz. Verdammt, nochmal. Nein, aua. Und wo kommen wir da hin? Nirgends gescheit. Okay, das ist auch kein Herz, kein Herz. Kein Herz. Griffhaken, bitteschön. Und wir sind, wo sind wir? Komm schon! Ich doch nur ein kleines. Oh, fickt euch doch! Ich will doch nur das Herz! Ich brauch nur ein Herz! Okay, flüchten wir einmal. Am besten geht da hin. Dann so. Dann einmal so. Dann geht so durch und so. Und du gehst mal da durch. Wenn ich mir den Schlüssel hole, wow! Der ist jetzt erst noch schnell gegangen. Und jetzt wieder zurück. Wow! Und da haben wir noch da. Komm schon, Herz! Oh Gott sei Dank! Dankeschön! Ich meine, es ist ja nicht nur wegen mir. Euch nervt das hure Gepiepse sicher auch. Von dem her. Gut. Wohin jetzt? Soll ich mal ein paar Mumien verprügeln? Einfach wenn ich es kann. Geht's da noch irgendwo hin? Wo geht's denn da hin? Ah, von da sind wir gekommen. Lol. Okay. Das sind jetzt drei Schiffertafeln schon. Eine fehlt uns noch. Und wir haben einen Schlüssel. Super. Das heißt, wir können jetzt dort runter, wo uns der Schlüssel gefällt hat. Und dann haben wir alle drei Schiffertafeln. Und dann können wir in der nächsten Folge wahrscheinlich. Tun wir doch einfach mal platzieren. Oh wow. Oh wow. Und. Oh wow. Sie sehen einfach alle gleich aus, oder? Und wir könnten sie einfach nachmachen, weil Schiff und so, aber... Ich sag jetzt nichts. Irgendwie muss ich auf die andere Seite. Let's go to the left! Hau doch ab! Let's go... Oh, ihr sind auch so hure nervige. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wohin kommen wir, wenn wir da nach links gehen? Nicht so an den... Wohin kommen wir, wenn wir nach... I hate it, kind of. So. Einmal so und einmal so, wenn ich bitte darf. Vielleicht hätte ich das Ganze vorne sollen machen. Okay, ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Oh, wir haben die letzte Tafel, aber ich frage mich gerade, wohin geht denn der andere? Das andere Ding, das Viech? Okay, dann kommen wir wieder zurück. Was haben wir denn da? Also von dort kommen wir nach rechts und von da kommen wir rauf, oder was? Da ist nichts. Wenn er mich verarschen. Gehen wir mal da rüber. Und da rauf. Und jetzt sind wir da. Ah, jetzt können wir da. Was auch immer dort drin ist, können wir da jetzt holen. Danke, oh grosszügiges Spiel. Wir brauchen immer noch einen, das ist sicher ein Kompass. Wir bräuchten eigentlich einen Kompass einmal. Okay, jetzt haben wir alles abgegangen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Boss. Okay. Und ich komme nicht mehr zurück. Das ist eine ganz geschickte Aktion. Gehe ich am besten da über. Ja. Gehe ich am besten da über. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal vor dem Boss wieder. Und bis dann, hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe auf jeden Fall gerade meinen Spaß, muss ich sagen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei The Legend of Zelda Oracle of Ages. Tschüss!